Hier in Frankfurt. Wir tanzen im Rahmen des Hochschulsports von der Goethe-Uni hier in Frankfurt. Wir sind aber offen für alle Leute, also wenn euch das gefällt, was ihr jetzt hier seht, dann seid ihr herzlich willkommen. Wir treffen uns immer montags um 20 Uhr im Studierendenhaus. Das ist noch im alten Campus in Bockenheim. Üben da zuerst ein paar Tänze und danach gibt es jeden Montag Tanzvergnügen mit Live-Musik. Also wer Interesse hat, kann da gerne mal vorbeikommen. Montags 20 Uhr. Studierendenhaus. Dann noch ein paar wohlgesetzte Worte zum Irish Set Dance. Irisch und Tanzen, da denken die meisten wahrscheinlich an so Shows wie Riverdance oder Michael Flatley. Das machen wir nicht. Das sieht man auch gleich. Irish Set Dance kommt aber genauso wie die Programme aus Irland. Das gibt es so ungefähr seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ist ein Gesellschaftstanz, das heißt, es ist nichts, was man irgendwie vorführt. Heute führen wir das vor, aber eigentlich ist es gedacht zum Mittanzen. Und das werden wir auch ungefähr in der Hälfte des Programms auch wahr machen. Also jetzt schon mal nach Flugmöglichkeiten Ausschau halten, wenn ich möchte. Nein, ist absolut freiwillig. Das Set Dance war lange Zeit im 20. Jahrhundert fast vergessen. Also es gab so Mitte des 20. Jahrhunderts, hat es kaum noch einer gemacht. Und dann gab es in den 80er Jahren so eine Art Renaissance. Und es hat sich von Irland dann praktisch über die ganze Welt verbreitet. Heute gibt es Gruppen überall in Deutschland, halt unter anderem auch in Frankfurt, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt. So, und jetzt fangen wir auch gleich an mit dem ersten Tanz. Der wird angesagt von einem unserer Tanzlehrer, dem Andrew. Danke, Timo. We're going to take you on a trip around Ireland and some other parts of the world with traditional dances from Ireland. And we're going to start off with one of the figures from a set called the Antrim Square Set. County Antrim is in the north of Ireland. And as you know, a lot of people have emigrated from Ireland and gone to different parts of the world. And one of these people went to Australia and wrote this particular dance in honor of the centenary celebrations of Sydney University. So, let's form our sets and we'll start with the Antrim Square set, first figure. Music, please. Thank you.
So that was the Antrim Square set.